Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harvesteller. Ja, wir sind beim letzten Mal aus dem Gefängnis in Argen ausgebrochen. Brecker hat uns dabei geholfen. Wie komme ich auf Barrack? Keine Ahnung. Brecker hat uns dabei geholfen. Und wir haben uns dann erstmal entschieden, uns aufzuteilen und wir sollen ein andermal nach Argent kommen, um dann wieder zur Chronomalie aufzubrechen. Und ja, das passt uns eigentlich ganz gut, denn wir haben noch ein paar Beziehungsfests zu erfüllen. Einmal die mit Ishtina, die findet hier in Argen statt und ich würde sagen, um die kümmern wir uns auch zuerst. Auf die bin ich nämlich am neugierigsten. Also dann können wir hier ein paar Nebenquests mal annehmen. Hey, habt ihr schon das neueste Gerücht über das Gasthaus gehört? Hm? Meinst du, dass der Besitzer Geld unter der Erde verstecken soll? Nein, nicht das. Moment, was hast du gerade gesagt? Er soll eine geheime Treppe haben, die unter die Erde führt oder so. Oh, interessant. Ich habe allerdings von etwas anderem gesprochen. Wirklich? Was hast du gehört? Angela, wir haben dort ein paar hochrangige Mitglieder des Ordens geheime Geschäfte mit dem Omen gemacht. Mit den Omen? Oh, du interessierst dich also auch dafür, hm? Wer würde das nicht? Das ist ein ungeheuerliches Gerücht. Priester und Omen machen gemeinsame Sache. Ich gebe nur wieder, was ich gehört habe. Anscheinend gibt es ein Zimmer im Gasthaus, in dem niemand übernachten darf. Dafür könnte es bestimmt eine Erklärung geben, wenn das alles wäre. Aber die Sache ist, dass jemand Stimmen in diesem Zimmer gehört hat, das angeblich leer sein sollte. Also denkt dieser jemand, dass diese Stimme... Ja, die Leute sagen, dass eine dieser Stimmen menschlich klingt, aber die andere nicht. Ja, das heißt doch nicht gleich Omen und Priester arbeiten zusammen. Wie das einfach wieder künstlich aufgepusht wird. Weiß ich nicht, vielleicht verkaufen die Priester den Omen ja Monolith. Aber ich habe die Stimme nicht selbst gehört, also kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Aber du weißt, was man sagt, wo Rauch ist, ist doch Feuer. Wenn die Leute darüber reden, muss etwas Wahres da heran sein. Ich mache mir auch Sorgen darum, dass die Frau von dem unterirdischen Gang weiß. Sogar ein bisschen mehr Sorgen als um das Gerücht mit den Omen. Ich meine, zumindest Breckers Versteck sollte sie vielleicht nicht aufdecken. Da soll man vielleicht mal etwas vorsichtiger sein. Meinst du das ernst? Verstehe. Naja, lass dich von mir nicht aufhalten. Viel Glück dir. Sei vorsichtig und lass dich nicht in irgendetwas Ernstes verwickeln, sonst fällt das noch auf uns zurück. Dass ich überhaupt herumlaufen kann. Ich meine, wir wurden beim letzten Mal zum Tode verurteilt. Ishtina, ich bin sofort bei dir. Ronia. Oder Ronja. Aber dann würde da wahrscheinlich nicht I und Y stehen. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Wir suchen schon so lange und haben immer noch nichts gefunden. Ich habe doch gesagt, wir sollten im Tempel nachfragen. Sie können von dort einen Suchtrupp aussenden. Ich weiß, aber glaubst du, dass sie sich wirklich mit so etwas aufhalten würden? Was meinst du damit? Denkst du etwa, sie seien nicht wichtig genug? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich versuche nur realistisch zu sein. Was suchst du, eine Katze? Wer bist du? Misch dich nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ey, ich versuche nur zu helfen, aber Hauptsache, du willst einen Suchtrupp losschicken. Ronja. Es stimmt, wir sollen uns vermutlich beruhigen. Ja, du hast recht. Wir kommen auch nicht weiter, wenn wir uns dauernd streiten. Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Unsere Tochter ist seit heute Morgen verschwunden und das soll nicht wichtig genug sein?
für den Orden. Deshalb ist meine Frau so aufgebracht. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie könnte entführt worden sein oder sie könnte freiwillig gegangen sein. Sie würde niemals allein das Haus verlassen. Sie weiß, wie anfällig sie ist. Sie würde nicht alleine rausgehen. Offenbar scheint sie auch noch krank zu sein. Ja, sie ist ein kränkliches Kind, aber wir können es nicht ausschließen. Oh, meine liebe Rachel, ich hoffe, es geht dir da draußen gut. Du wirst nach ihr suchen? Danke, das ist sehr nett von dir. Unsere Tochter heißt Rachel. Wir haben hier ein Bild von ihr, das du benutzen kannst, um sie zu finden. Pedantische Eltern, okay. Vielleicht ist das Kind wirklich abgehauen, wenn die Quest schon so heißt. Wir suchen auch so lange weiter, wie wir können. Bitte sag uns Bescheid, wenn du sie findest, ja? Na sicher. So, aber erst einmal. Estina, meine Hübsche, wir reden. Danke, dass du gekommen bist, Jenny. Wie ich dir in dem Brief mitgeteilt habe, treten diese Vorfälle jetzt auch schon in der Hauptstadt auf. Die Opfer wurden verletzt, bisher war aber noch niemand in Lebensgefahr. Stimmt, jemand gibt dich als Estina aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vermutlich stehen unsere Chancen jetzt am besten, sie zu finden. Lass uns zuerst zum Tempel gehen und dort ein paar Fragen zu den Vorfällen stellen. Ich wurde zum Tode verurteilt. Vielleicht sollten wir nicht zum Tempel gehen. Das ist eine ziemlich rüde Art, Informationen zu beschaffen, findest du nicht? Wer ist da? Warte, ich kenne diese Stimme. Du bist also wirklich noch am Leben, Fräulein Schattenmeuchlerin. Oder wohl eher Estina. Rosny, bist du das? Ich bin Rosny. Ich bin eine von Estinas Kolleginnen. Nein, das bist du nicht. Hör damit auf, Rosny. Ich bin nicht länger eine von euch. Ach, stimmt ja. Du bist aus unserem Bund ausgetreten. Nun, was treibst du an einem Ort wie diesem? Ich? Das ist egal. Deswegen bin ich nicht hier. Warum bist du dann hier, Rosny? Naja, das liegt doch auf der Hand. Du bist es, die sich als die Schattenmeuchlerin ausgibt, oder? Wie bitte? Könnte ich dich dasselbe fragen? Weil ich mich erinnern kann, bist du doch die Schattenmeuchlerin. Also warst du das nicht? Diese Angriffe gehen nicht auf das Konto des Bundes? Nein, wir haben damit nichts zu tun. Ich bin selbst auf der Suche nach dem Täter. Und das soll ich dir glauben? Du kannst glauben, was du willst. Ich habe nicht die Absicht, mich mit dir zu streiten. Immer glauben wir einfach mal. Jenny. Ich verstehe schon. Ich würde mir an deiner Stelle auch nicht ohne weiteres vertrauen. Dann belasse ich es einfach dabei. Warte, Rosny. Nein, wir belassen es dabei. Wir können sie jetzt sowieso nicht mehr einholen. Tut mir leid, Jenny. Lass uns die Suche für einen kurzen Moment unterbrechen. Vielleicht kann ich stattdessen kurz mit dir reden. Ich glaube, ich sollte dir mehr über meine Vergangenheit und die Gruppe von Meuchlern verraten, in der ich war. Na, da bin ich euch jetzt gespannt. Man nannte uns die Todbringer. Wir waren in alle möglichen Konflikte verwickelt. Politische Attentate, Familienfäden, dergleichen. Überall auf der Welt gibt es zu jeder Zeit hunderte stiller Krieger, von denen niemand jeweils etwas mitbekommt.
Und wenn sich jemand nicht selbst die Hände schmutzig machen will, werden Gruppen wie die unsere beauftragt. Gegen die richtige Bezahlung töten wir jeden. Lebt nach dem Motto, lass dich nie erwischen. Wenn dich niemand gesehen hat, warst du es nicht. Diese Art Leute waren wir damals. Gruppenlose Mörder. Todbringer. Das ist das einzige Leben, das ich je kannte. Als ich alt genug war, um das zu verstehen, war es schon zu spät. Einige der anderen Mitglieder sind genau wie ich dort hineingeraten. Rusty ist eine von ihnen. Wir sind ungefähr im selben Alter und haben deswegen viel zusammengearbeitet. Wir wuchsen damit auf, für unser täglich Brot Leben auszulöschen. Ja, das bin ich. Ich habe die anderen verraten. Eines Tages merkte ich, dass ich so nicht mehr weitermachen konnte. Das war der Tag, an dem ich mich dafür entschieden habe, zu gehen. Und naja, wie es weiterging, weißt du ja. So, jetzt kennst du meine Vergangenheit. Ich kann sie nicht ausradieren, so gern ich das auch tun würde. Und ich kann auch nicht so tun, als wäre das alles nicht passiert. Ich weiß nicht. Aber jetzt, da ich wieder etwas mit ihnen zu tun habe, kann ich auch nicht einfach so tun, als wäre nichts. Tut mir leid, Jenny. Ich brauche etwas Zeit, um alles zu verarbeiten. Ich muss mir überlegen... Entschuldigung, Stimme. Was ist denn heute los mit dir? Ich muss mir überlegen, was ich als nächstes mache. Danke. Ich schreibe dir wieder, wenn ich mich etwas beruhigt habe. Gut, dass wir im Eisgebiet sind, da passt diese kratzige Stimme zumindest. Sind heute alles ein bisschen erkältet. Alle Charaktere. So, ja. Warte auf Estinas nächsten Brief. Schauen wir mal, ob ich hier noch irgendwas zu erledigen habe. Hier kann ich noch eine Nebenquest annehmen. Genau vor mir. Mir ist immer Doppelpack Leute sind, bei denen ich eine Quest bekomme. Immer zwei, die miteinander reden. Warum lässt du mich nicht gehen? Ich hab dir doch gesagt, mir wird schon nichts passieren. Ah, die beiden hatten mich schon getroffen in ihrem Haus. Das sagst du, aber ich kann dich nicht einfach so allein da rausgehen lassen. Großvater, du bist so stur. Kann ich wirklich nichts tun, damit du deine Meinung änderst? Meine Enkelin und ich sind uns lediglich über etwas uneinig. Elma hat sich nämlich in den Kopf gesetzt, allein die Stadt zu verlassen und will nicht zur Vernunft kommen. Da draußen gibt es Monster und wer weiß, was sonst noch alles. Ich wäre ein Narr, wenn ich mich nicht um sie sorgen würde. Aber ich habe dir doch gesagt, dass mir nichts passieren wird. Natürlich, es gibt auf dieser Welt keinen Großvater, dem seine Enkelin nicht alles bedeuten würde. Aber wenn jemand mit dir gehen würde... Ja genau, du. Würdest du das Herz eines alten Mannes beruhigen und meine Enkelin begleiten? Großvater? Ich würde selbst gehen, aber um ehrlich zu sein, sehen diese alten Augen nicht mehr so gut wie früher. Das ist nicht... Das ist noch nett ausgedrückt. Du kannst ja kaum sehen, was sich genau vor deiner Nase befindet. Ich sehe schon seit einiger Zeit nicht mehr gut, deshalb habe ich mich daran gewöhnt.
Aber denk ja nicht, dass ich nicht weiß, welche Grimasse du gerade ziehst. Du gibst zu, dass du nichts siehst und bittest trotzdem jemand Fremdes, um entweder Bösartiges mich zu begleiten? Na, du kannst eine Person doch nicht als bösartig bezeichnen, wenn sie direkt neben dir steht. Vertrau mir einfach. Wenn man erstmal so schlecht sieht wie ich, lernt man Menschen am Klang ihrer Stimme einzuschätzen. Du möchtest mir also sagen, dass diese Person hier wie ein guter Mensch klingt? Ja, genau. Also, was sagst du? Akzeptierst du die Bitte dieses alten Mannes und passt auf meine Enkelin auf? Na sicher. Ich bewundere deinen Elan, danke. Es tut mir leid, dass ich dieses Thema wieder angesprochen habe. Ich weiß, du sorgst dich nur um mich. Es tut mir leid, Elmar. Wäre ich nur 10 Jahre jünger, würde ich selbst mit dir gehen. Sei einfach vorsichtig, in Ordnung. Du machst dir zu viele Sorgen. Ich verspreche dir, mir passiert nichts. Und wenn ich zurück bin, koche ich dein Lieblingsessen, Rosenkohleintopf. Yay! Ich gehe jetzt und mache mich fertig. Treffen wir uns, wenn ich alles erledigt habe. Können wir uns vor dem Gasthaus treffen? Ich warte dort auf dich. Bitte pass auf Elmar auf. Ja klar. Wenn sich eine Lüge bewahrheitet. Was? Eine Lüge? Tu nichts Unüberlegtes. Was? Unüberlegtes? Okay. Ich frag mich, ob sie mich oder den Großvater damit meint. Wahrscheinlich eher den Großvater. Oh Mann. Sie sind heute nicht da? Ich wollte ihnen doch noch zeigen, wie man meine Super Deluxe Schneemann baut. Was machst du hier? Du zeigst ihm das Bild. Du suchst nach dem Mädchen auf dem Bild? Tut mir leid, sie kommt mir nicht bekannt vor. Aber vielleicht wissen die Kinder was darüber. Geh dir immer hier auf dem Blatt spielen, meine ich. Naja, ich sage immer, aber heute sind sie nicht da. Ich frage mich, wo sie hingegangen sind. Ist ja auch egal. Das ist alles, was ich weiß. Ich muss jetzt nach Hause. Ich wollte hier mal angeln. Einfach um zu schauen, ob ich was Neues fangen kann. Irgendwie ist das der schönste Platz zum Angeln. Im Hintergrund mit den Eiskuppeln, mit den Schneemännern und der Rutsche. Ich meine, wir müssen auch bald ins Bett. Aber davor können wir zumindest noch ein bisschen angeln. Nicht schon wieder so eine Krabbe. Es muss hier doch auch noch was anderes zu fangen geben in diesem Spiel. Immer Süßfisch. Bist du neu? Nee. Schade. Brauche ich andere Köder vielleicht? Gibt es andere Köder? Andere Angeln? Bessere? Rostiger Hering. Ein Fisch, der in sehr kalten Gewässern lebt. Die gefrorene Haut dient ihm zur Selbstverteidigung. Einige dieser Fische haben sich allerdings beim Versuch, sich zu schützen, selbst erfroren. No. Immerhin mal etwas Neues. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das nochmal passieren wird. So, reden wir mit dir nochmal. Oh, du suchst nach jemandem? Oh nein, ein Mädchen ist verschwunden? Das ist ja schrecklich.
zeigst ihr das Bild. Ist sie das? Die habe ich gerade gesehen. Sie war mit den Kindern zusammen, die immer auf dem Marktplatz im Schnee spielen. Aber sie sind ziemlich schnell weggerannt. Ich habe nicht gesehen, wo sie hingegangen sind. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest sie bald. Viel Glück. Okay, sie ist also wirklich bei den Kindern, die da sonst die Schneemänner bauen, aber sie ist nicht mehr da. Ja, wir gehen erst nach Hause. Und morgen kümmern wir uns um dich. Ich muss vor 12 im Bett sein. Sommerbrise, Tag 27. Oh, ein neuer Brief von Ishtina. Yay. Für Gegner Giftschaden, so finde ich schon mal sehr cool. Für die Herstellung. Kochzutat. Eine Kochzutat Premium-Fleisch. Dieses außerordentliche Stück Fleisch hat eine starke frostig-weiße Marmorierung. Wird als Premium-Fleisch angesehen. Mal sehen, was ich mit ihr anstellen kann. So wollte ich das eigentlich nicht. So wollte ich es. Aber ihr beiden müsst getauscht werden. Ishtina und Heiner haben geschrieben. Ich hätte nie gedacht, dass ich Rosny ausgerechnet in Argen wiedersehen würde. Es ist wohl die Strafe dafür, dass ich so lange vor meinen Sünden davongelaufen bin. Ich möchte etwas sehr Wichtiges mit dir besprechen, Jenny. Würdest du mich im Waisenhaus besuchen kommen? Ja, sicher. Tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Ich glaube, ich bin endlich bereit, dir alles über meine vier Soda zu erzählen. Bitte besuch das Atelier, wenn es dir zeitlich passt. Yay, heute ganz viele Beziehungsaufgaben. Ich bin hier so gespannt auf die Charaktere und ihre Vergangenheit. Ich muss ja auch sagen, die Beziehungsquests sind halt auch echt gut ausgearbeitet, auch wenn man es manchmal ein bisschen kurz findet. Dann kommt man den ganzen Weg und dann redet man zwei Sätze. Aber die Geschichten machen ja schon neugierig. Also das haben diese Beziehungsfeste ja schon gemein. Dann gehe ich auch gern den ganzen Weg. Also, das Ei oder das Fleisch oder was auch immer ich in dem Roaster gerade habe, in dem Smoker. Braucht ganz schön lange. Alles im Smoker braucht so lange. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Smoker, um da ordentlich arbeiten zu können.
Du siehst nicht lecker aus. Aloe-Marmelade. Marmelade aus rosa Aloe. Sie hat eine tolle, klebrige Konsistenz. Okay. Sie scheint aber durchaus verkaufbar zu sein. Lagern wollte ich dich nicht. Samen. Kochzutaten. Zuckerrohr hatte ich doch noch in die Lagerkiste geräumt, damit ich daraus was machen kann. Oh, und stimmt, Honigblumen habe ich auch noch. Wenn ich wüsste, aus was ich Kluckelfutter mache. Ich glaube, Getreide macht Wollumfutter. Gras war aber, glaube ich, auch Wollumfutter. Du hast ja beim letzten Mal graben gelernt. Was ich noch mega faszinierend finde. Damit kann man offenbar versteckte Höhleneingänge finden. Ja, ihr seid noch nicht so weit. Gut. Dann sind wir jetzt bei 9 Uhr etwa. Ja, passt doch. Um welche Quest kümmern wir uns als nächstes? Nimea. Was bist du da eigentlich? Ich wollte nicht wechseln, ich wollte ein Loch graben. Das sieht so auffällig aus an der Stelle. Okay, aber da ist nichts. Kümmern wir uns um Estina. Bist du denn noch markiert? Nein. So, ab zum Waisenhaus. Jenny, danke, dass du gekommen bist. Entschuldige den plötzlichen Brief. Als ich sagte, dass ich dringend mit dir reden muss, warst du bestimmt besorgt. Ich werde das Waisenhaus verlassen. Rosny sagte, dass die anderen nichts damit zu tun haben, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Sie wird ihnen erzählen müssen, dass sie mich in der Hauptstadt gefunden hat. Wenn sie herausfinden, wo ich bin, werden sie sicher auch etwas mit der Information anfangen. Ich bin eine Verräterin. Sie würden nicht zögern, einen Meuchler zu schicken, um mich zu töten. Sie sind skrupellos. Sie schrecken vor nichts zurück, wenn es darum geht, etwas zu Ende zu bringen. Wenn sie herausfinden, dass ich in einem Waisenhaus gearbeitet habe, werden sie sich das zunutze machen. Wenn das alles ist, können wir noch froh sein. Wichtig ist nur, dass es allen in Gefahr bringt, wenn ich im Waisenhaus bleibe. Und das kann ich nicht zulassen. Ich will nicht, dass irgendwer wegen meiner Vergangenheit Schaden nimmt. Es
geht nicht darum, ob ich will oder nicht. Ich muss den Kindern zuliebe. Nimm mich nicht so an, Jenny. Ich verlasse nur das Waisenhaus. Das bedeutet ja nicht, dass wir uns nie mehr wiedersehen. Wir müssen immer noch die Täterin finden, die meinen Namen benutzt hat. Sie werden noch eine Lehrerin verlieren. Die Kinder werden dich sehr vermissen. Welch ein Jammer. Christina? Endlich haben wir sie gefunden, Frau Christina. Oh, hi. Was gibt's? Habe ich was verpasst? Ja, haben sie, wirklich. Sie hatten versprochen, uns heute ein neues Buch vorzulesen. Wissen sie noch? Genau, wir haben alle auf sie gewartet. Oh. Sie haben es doch nicht vergessen, oder, Frau Christina? Nein, natürlich nicht. Wirklich? Welches Spiel haben Sie uns für morgen versprochen? Übermorgen spielen Sie aber auch noch mit uns, oder? Ja, wir spielen Prinzessin und das Oben und fangen den Cornello. Ich hab's nicht vergessen. Dieses Mal fangen wir Sie wirklich. Vorbotin Istina, was? Nein, ich werde Sie retten, Prinzessin Istina. Ich bin gleich da und lese euch aus dem Bilderbuch vor, sobald ich hier fertig bin, okay? Es wird nicht lang dauern. Jawohl, gnädige Frau. Niemand will das Oben sein, also übernehme ich die Rolle für sie. Wir rechnen morgen mit mir und übermorgen. Wenn ich so darüber nachdenke, haben wir noch so viel zusammen vor. Und das war bestimmt noch nicht alles. Jenny. Wobei du eigentlich recht hast. Erst Jella. Wenn ich jetzt auch noch gehe, wer kann sie dann noch beschützen? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde das Waisenhaus nicht verlassen. Ich bin nach dem Wiedersehen mit Rosny ein bisschen in Panik geraten. Aber was auch passiert, ich werde die Kinder beschützen. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Aber vielleicht hast du recht. Mit der Einstellung können wir sie vielleicht schlagen. Sieht so aus, als müsste ich mich jetzt sogar noch mehr auf dich verlassen, Jenny. Hoffentlich bist du dir bewusst, worauf du dich hier einlässt. Jedenfalls, das ist jetzt beschlossene Sache, aber wir müssen uns immer noch um die Hochstaplerin kümmern. Wir haben noch keinen Schimmer, warum sie das tut. Ich versuche, so viel herauszukriegen, wie ich kann. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Danke für das Gespräch heute. Ich muss wieder zu den Kindern. Wir sehen uns später. Na, die Hälfte haben wir geschafft bei Istina. Die kritische Trefferrate erhöht sich und wir bekommen einen Zombie-Pilz. So, ich muss ja sagen, ich finde Istinas Vergangenheit und Heines Vergangenheit mit am interessantesten. Wir können uns aber auch direkt mal um Azir kümmern, denn der wollte ja auch noch was von uns. Nämlich, ja komm, dass wir ihm beiwohnen, wenn er mit Othella spricht. Müssen wir jetzt einmal finden, den Herrn. Hinter uns.
Na, hier bist du. Danke fürs Kommen, Jenny. Wie in meinem Brief bereits erwähnt, habe ich Otella darum gebeten, mich in der Nähe zu treffen. Ja, es hat allerdings etwas gedauert. Ich begann am Ei des Himmels und suchte dann die Orte in der Umgebung ab. Sie sollte jeden Moment hier eintreffen. Ich bin hier, Azir. Otella, danke fürs Kommen. Nun, du hast dich so sehr bemüht, mich zu finden. Ich war überrascht, dass du alleine ins Ei des Himmels gegangen bist. Du solltest auf deine Manieren achten. Ich musste sie nicht mitbringen. Also, was ist so wichtig, dass du dir so große Mühe gemacht hast, mich zu finden? Ich kann nur schwer glauben, dass ein Gespräch zwischen uns irgendetwas Brauchbarem führen könnte. Also, du hast deine Meinung geändert. Hast du dich endlich dazu entschlossen, zusammenzuarbeiten? Um ehrlich zu sein, nicht. Meine Meinung bleibt die gleiche. Warum bin ich dann hier? Weil es etwas gibt, was ich dir sagen möchte. Oh, wäre das etwa eine Liebeserklärung? Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, wie es dir geht und was du willst. Warte einen Moment. Sag nicht, dass du in die Tiefen meiner Psyche vordringen willst. Vielleicht kommen wir irgendwann dazu. Aber gerade möchte ich nur, dass du mir zuhörst. Ich wusste nicht, dass dein Ego so groß ist, aber gut, leg los. Danke. Zuerst möchte ich mich entschuldigen. Ich habe gesagt, du seist überhaupt nicht Bitiella und habe damit deine Gefühle verletzt. Ich will nicht zurücknehmen, was ich gesagt habe. Du bist nicht Bitiella. Ich versuche herauszufinden, wie ich es am besten formuliere. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dir und ihr. Ich glaube, ich habe sie aus einem falschen Blickwinkel betrachtet. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Du musst aufhören, die ganze verdammte Zeit über so nett zu sein. Jeder, der mich sieht, wird denken, ich sei Tiella. Ich kann es nicht verbergen. Ich wurde in ihrem Abbild erschaffen. Ich bin mir sicher, selbst du hattest gewisse Erwartungen an mich, als wir uns das erste Mal trafen. Und das hasse ich so sehr. Otella. Du versuchst so sehr zu jedem nett zu sein, den du triffst. Aber vergiss nicht, dass dich diese Freundlichkeit eines Tages einholen wird. Es gibt nichts Grausameres als Freundlichkeit, die sich dir mit einem vielsagenden Blick nähert. Besonders du, der sie so offen zur Schau stellt und mich dann eiskalt damit erwischt. Nein, das hast du falsch verstanden. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Hast du wirklich so wenig Ahnung? Vielleicht ist es nicht deine Absicht, aber es ist trotzdem das Ergebnis. Ich hätte nie herkommen sollen. Von einem Gespräch mit dir kommt nichts Gutes. Sehe ich aus, als ob mich das interessiert. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Es tut mir leid, Otella. Bitte hab Geduld mit mir. Du hast recht. Was auch immer ich zu sagen habe, ist nichts weiter als ein bloßes Lippenbekenntnis für dich. Ich kann nicht anders, weil ich, genau wie du sagst, mir immer so viele Mühe gebe, nett zu sein. Aber du musst mir trotzdem zuhören. Willst du dir für mich diesen Baum ansehen? Ja, der ist sehr schön. Was hat das mit irgendwas zu tun? Dieser Baum wurde vor langer Zeit von einem Blitz getroffen und brannte ab. Die Stadtbewohner kamen zusammen und haben einen neuen darauf gepflanzt. Ihr habt einen anderen Baum drauf gesetzt? Also ist er technisch gesehen ein anderer Baum? Ist er das? Er kann schon sagen, welcher dieser beiden Bäume hier blüht. Der Baum, der niederbrannte, oder der, mit dem wir den ersten ins Leben zurückgeholt haben. Wo soll ich das wissen? Dafür müsste ich ihn zerlegen und sein Erbgut analysieren. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt. Und wieso nicht?
Der Baum, der nun hier steht, blüht. Egal wie alt seine Vergangenheit war, er blüht trotzdem wunderschön. Glaubst du nicht, dass das etwas wert ist, Otella? Ich möchte diesen Baum für das akzeptieren, was er ist. Und dich auch. Was in deinem Herzen ist, deine Gefühle, du bist, wer du bist. Ich bin, wer ich bin? Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht leugne, wer du bist. Ob du Diala bist oder Otella, das sollte kein Maßstab für deine Persönlichkeit sein. Du bist du. Ich glaube, dass alles, woraus du bestehst, dir gehört und niemandem sonst. Es muss schwierig sein, seine Lebensweise so plötzlich zu ändern. Aber du gehst deinen eigenen Weg, den du für dich selbst gewählt hast. Das ist zumindest, was ich glaube. Azir? Du bist wirklich viel zu nett. Aber das ist ein Teil von dir, den Diala wirklich bewundert zu haben, Fien. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Können manche Dinge wirklich mit hohlen Phrasen gerettet werden? Bist du denn jetzt fertig? Das bin ich. Gott sei Dank, ich dachte, ich würde vor Langeweile sterben. Darf ich jetzt gehen? Natürlich. Gut, ciao. Ich glaube, sie behauptet nur, dass ich es langweilig fand. Sie will es nur nicht zugeben und muss das jetzt erstmal verarbeiten. Wer weiß, aber ich glaube, sie hat verstanden, was ich sagen wollte. Danke, dass du mit mir hergekommen bist, Jenny. Ich habe keine Ahnung, was Otella als nächstes tun wird. Aber ich bin sicher, es wird das Richtige für sie sein. Gehen wir für heute nach Hause. Ich schicke dir einen Brief, wenn etwas sein sollte. Bis dann. No, es war schon süß, muss man sagen. Es war schon echt süß inszeniert. Und Azir ist so ein Lieber. Physische Verteidigung steigt und physischer Angriff steigt. Ja, nice. No. Immer diese herzerwärmenden Quests. Meine Güte, Spiel. Da hinten ist der Eingang. Okay, wir kommen da nicht vorbei. Hitbox des Todes. Dann sprechen wir kurz. Zwei Beziehungsquests erledigt. Was steht denn dann noch auf dem Plan? Ah, Assi ist schon süß so. Aber ich muss sagen, er ist nicht mein Typ. Aber ein sehr lieber. Heine und Emu. Ja komm, fangen wir mit Emu an, die hat bisher am wenigsten. Also gehen wir nach Spatolla. Und heben uns dann Heiners West fürs nächste Mal auf. Zusammen mit dem weiteren Hauptquest-Fortschritt. Genau, wo waren wir bei Emo? Emo hat ein Liebesgeständnis bekommen, das sie abgewiesen hat. Da muss sie auch sagen, als Irene, ich glaube, sie weiß nicht so richtig, was es mit dieser Liebe und dem ganzen Leben als Mensch natürlich auf sich hat. Da müsste sie sich erstmal gewöhnen. Hallo Jenny, danke fürs Kommen. Tut mir leid, dich so plötzlich herzurufen. Der Barkeeper hat mir den Tag freigegeben und ich wollte mit dir über etwas reden. Ja, ich weiß. Immer wenn ich aufs Meer blicke, denke ich an zu Hause.
daran, bei meiner Mutter zu sein. Mit meinen Freunden zu spielen. Meine Lehrerin für Gesangsmagie war nett, aber ihre Stunden machten mir immer Angst. Ich sehe es ganz klar vor mir. Ich habe keine einzigen vergessen. Du hast recht. Ich mache mir Sorgen. Ich frage mich, gibt es etwas, das ich tun kann? Für die Sirenen? Für meine Heimat? Eine sagte mir mal Folgendes. Nur noch nie wir sind da, um sich an dich, die zu erinnern, die wir verloren haben. Alles, was wir tun können, ist, sie in unseren Erinnerungen am Leben zu halten. Aber reicht das wirklich? Niemand in Chatolla will sich an Lorelei erinnern. Das ist nur zu erwarten. Aber Lorelei stand für Sirenen. Wenn alle schlecht über sie reden, werde ich so traurig. Aber was kann ich schon tun? So sehr ich auch darüber nachdenke, mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Das klingt beängstigend. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen die Wahrheit sagen kann. Was, wenn das nichts ändert? Was werden Sie von mir halten? Ja, genau. Du hast doch uns. Ist schon gut. Mach dir keine Sorgen. Das ist etwas, über das ich selbst nachdenken muss. Aber ich danke dir für deine Hilfe. Nach unserem Gespräch geht es mir schon viel besser. Ich bin froh, dass wir reden konnten. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Immer. Danke. Ich werde tun, was ich kann. In Gedenken an die Sirenen. Ich glaube halt nicht, dass jemand böse wäre, wenn sie wüssten, dass Lorelei eigentlich ja Sirenen waren, die ja versucht haben, die Menschen zu retten. Dass sie nur durch diese böse Kraft praktisch dazu gedrängt wurden, Lorelei zu werden. Ich denke, sie würden das verstehen. Und ich meine, sie haben sich für die Menschen geopfert. Muss man so ja mal sagen. Sie haben sich dafür geopfert, dass diese Energie sich nicht weiter ausbreitet und die Menschen nicht tötet und auch sonst keinen Schaden mehr anrichten kann. Eigentlich sind die Sirenen Helden. Gut. Dann haben wir einen Plan fürs nächste Mal. Nämlich Hauptquest weiter und Heines Beziehungsquest, auf die ich schon sehr gespannt bin. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.